Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Gründerrecht, der Videoshow, in der ich Fragen von Gründern zu Gesellschaften, zu Unternehmen, zur Gründung und so weiter beantworte. Und heute geht es um ein spannendes Thema, taucht immer mal wieder auf in Besprechungen, nämlich die Frage nach der Gesellschafterversammlung. Das ist kein Schreibfehler, sondern die heißen genauso, aber was versteht man eigentlich darunter? Nun, dazu muss man wissen, dass eine Gesellschafterversammlung eine Zusatzvereinbarung ist zu der Gesellschaftsvereinbarung oder zu dem Gesellschaftsvertrag bei einer GmbH beispielsweise, zu der Satzung. Warum macht man das? Naja, nehmen wir mal zum Beispiel eine Satzung, die ist ja öffentlich, ja? Die steht im Handelsregister, das heißt also jeder kann sich im Prinzip die angucken und kann sich durchlesen, was die Gesellschafter miteinander im Hinblick auf die Gesellschaft vereinbart haben. Jetzt kann es sein, dass man manche Vereinbarungen dort nicht aufnehmen möchte, oder es kann sein, dass manche Vereinbarungen nicht alle Gesellschafter betreffen. Und genau um solche Regelungen irgendwo festzuhalten, gibt es die sogenannte Gesellschaftervereinbarung. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Vertrag zwischen entweder zwei oder mehreren oder allen Gesellschaftern. Es kann sogar sein, dass in diesem Vertrag Personen oder auch Unternehmen einbezogen werden, die gar nicht Gesellschafter sind. Und dann regelt man halt bestimmte Themengebiete, die aber auf jeden Fall die Gesellschaft betreffen. Und man muss dazu auch noch wissen, auch diese Bezeichnung Gesellschaftervereinbarung, die ist nicht in Stein gemeißelt. Manchmal heißt das ganze Ding Shareholders Agreement, manchmal heißt das Konsortialvereinbarung, manchmal heißt das Poolvertrag. Also es gibt verschiedenste Bezeichnungen. Wichtig ist nur, dass es eine Zusatzvereinbarung zum Gesellschaftsvertrag ist. Und was kann man jetzt dort alles drin regeln? Nun, eine ganze Menge. Ja, man kann im Prinzip alles regeln, was man benutzen möchte, um entweder Regelungen im Gesellschaftsvertrag auszugestalten oder um zusätzliche Rechten und Pflichten der Gesellschafter dort in eine Vereinbarung zu packen. Und der eine oder andere hat vielleicht schon mal die sogenannten Stimmbindungsverträge gehört oder irgendwo darüber gelesen. Das sind Vereinbarungen, wo beispielsweise Familienmitglieder, die kleine Anteile an einer Gesellschaft halten, sich zu einem bestimmten Stimmverhalten gemeinsam verpflichten. Ja, also das heißt, wie gehen wir mit Kapitalerhöhungen um, wie gehen wir mit Gewinnverteilungen um, was machen wir, wenn ein neuer Geschäftsführer beispielsweise eingestellt werden muss. Sehr gerne werden solche Vereinbarungen auch zum Beispiel von Investoren verwendet, zum Beispiel im Rahmen eines Management-Buyouts, wenn dann der Investor einsteigt, aber im Hinblick auf sein Investment oder vielleicht auch im Hinblick auf zusätzliche Investments mit den Managern bestimmte Meilensteine vereinbart. Und wenn die dann erreicht werden, dann gibt es weiteres Geld. Und das muss ja auch nicht im Rahmen einer Kapitalerhöhung fließen. Ja, das kann im Rahmen einer stillen Beteiligung gegeben werden oder auch im Hinblick auf ein Darlehen. Und das Ganze funktioniert natürlich auch außerhalb eines Management-Buyouts, dass man einfach als Gesellschafter sich überlegt, in welchen Situationen gibt man wie welches Geld in die Gesellschaft rein. Das ist auch eine ganz typische Vereinbarung. Und was kann man dann noch machen, abgesehen davon? Naja, man kann zum Beispiel regeln, wie geht man mit einem Wettbewerbsverbot um? Ja, man könnte in der Satzung die allgemeine Regelung machen oder man hat überhaupt keine Regelung. Ja, da sind dann die Gesellschafter keinem Wettbewerb, keine Wettbewerbsverpflichtung unterlegen. Und dann geht man eine Gesellschaftervereinbarung her und regelt dann doch noch bestimmte Sachen. Abgesehen davon kann man dann natürlich auch Ausgestaltungen von Vorkaufsrechten regeln. Man kann irgendwelche Andienungspflichten im Hinblick auf Gesellschaftsanteile regeln. Man kann Mitverkaufsrechte regeln und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr, sehr flexibles Instrument. Ganz wichtig, anders als die Satzung, ist eine Gesellschaftervereinbarung ein rein schuldrechtlicher Vertrag. Das heißt also, das Ganze ergibt dann Rechte und Pflichten nur aus dieser Vereinbarung, ist also nicht öffentlich und hat dann entsprechend natürlich Vor- und Nachteile, aber es macht das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr flexibel. Das war's für diese Ausgabe von Gründerrecht und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut, tschüss.